dann so wie ich gekommen bin. Wie ein Komet, der zweimal entsteht. Hi, ich bin Marty Fischer und ich zeige euch heute, wie man den Song Komet von Apache und Udo Lindenberg in 5 anderen Styles herstellt. Wir hören nochmal als Referenz ganz kurz hinein. Und wenn ich gehe, dann so wie ich gekommen bin, wie ein Komet. Das Einzige, was ich zu kritisieren hätte, ist, dass die Produktion nicht ganz so powerful ist, wie sie hätte sein können. Also da geht noch mehr. Und das testen wir jetzt aus in 5 Styles, die überhaupt gar keine Power an sich haben. Also ich mach's auch nicht viel besser. Den Anfang macht was, was ich mich fast gar nicht traue auszusprechen. Wobei ich muss es auch gar nicht aussprechen, weil Und wenn ich gehe, dann so wie ich gekommen bin. Es ist wahr. Ich werde jetzt hier so ein bisschen durchdrehen, wahrscheinlich vor Freude gleich. Erstmal brauche ich ein Drum. Das reicht, das ist ja keine große Kunst jetzt. Alle Dislikes unter dem Video sind von den Venga Boys. So, wird auch kopiert. Ein ordentlicher Hi-Hat-Sound hier jetzt. Ah, die haben das immer so ganz kurz, die Hi-Hat. Dann machen wir das natürlich auch. So, jetzt kommen hier die Claps. Zweite Claps. Und natürlich nicht zu vergessen. Jetzt brauche ich einen Bass. Wir sind ja in G. Das ist einfach der Sound der 90er. Hier zum Beispiel. Ich muss, glaube ich, die Melodie ein kleines bisschen anpassen, damit das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ich mache es nämlich jetzt auf einen sehr bekannten Song von den Venga Boys. Und schon pumpt der Dreck. Und wenn ich gehe, dann so wie ich gekommen. Boah. Ah, okay. Lass uns nochmal aufplayen. Jetzt brauchen wir irgend so was Nerviges, was dazwischen hackt. Könnte man jetzt theoretisch hier noch das Ding verdoppeln, wo man diesen Nervigen noch fetter macht. Und zwar so. Und wir sind ready to go. Jetzt kommt die Stimme. Muss man erstmal wieder ordnen. Um das jetzt zu verdauen, war ein bisschen Kontrastprogramm, nicht wahr? Und wenn ich gehe, dann so wie ich gekommen bin. Ja, richtig. Reinhard May, der würde sich bestimmt über so einen Text freuen. Brauche ich auf jeden Fall hier 2 Gitarren, die ich übereinander lege, weil ich dieser Technik nicht mächtig bin. Deswegen muss ich mal wieder tricksen. Darunter eine Begleitgitarre und dann werdet ihr schon merken, was ich vorhatte. Und jetzt so eine Melodie, die aus einer Kaffeewerbung sein könnte eigentlich. So, ein bisschen Schlagzeug. Achso. Bisschen Schlagzeug vielleicht jetzt. Vielleicht schaffe ich es sogar auf Aufnahme zu drücken, dann hinten hinzurennen und im richtigen Moment anzufangen zu spielen. Basskontrolle, die Bässe bitte. Und jetzt das Wichtigste, rausweich. Hat man das verstanden mit rausweich? Reinhard? Und wenn ich gehe, dann so wie ich gekommen bin, wie ein Komet, der zweimal einschlägt. Vielleicht tut es weh, doch will auf Nummer sicher gehen. Dass ich für immer lebe, lass uns nochmal aufdrehen. So, hier rechts, links aufwachen, nächster. Und wenn ich gehe, dann so wie ich gekommen bin. Denn wir wollen ja alle gemeinsam wieder ein bisschen wach werden, ein bisschen Energie hier reinbringen. Kleiner Sprint zur Schießbude wieder und dann go, go, Gadgetto, gib ihm. Ich nehme ja normalerweise immer die Akkorde vom Originalstück, aber hier geht es leider nicht anders. Dankt mir später.
Hier nehme ich wieder natürlich meine Spezialgitarre, die Vox Starstream, weil die nämlich alle möglichen Gitarren imitieren kann. Jetzt nehmen wir eine links. Eine rechts. Und jetzt der kleine Angus. Ja, der kleine Angus, der konnte noch nicht so gut. So, und nun schreien. Und wenn ich gehe, dann tue ich gehen. Wie ein Komet, der zweimal einschlägt, vielleicht tut es weh, auch wenn auf Nummer sicher geht. Das ich für immer lebe, sonst dann aber aufgehen. Und wenn ich jeder hier gekommen bin, wie ein Komet, der zweimal einschlägt, vielleicht tut es weh, auch wenn auf Nummer sicher geht. Das ich für immer lebe, sonst dann aber aufgehen. Hallo Kinder, seid ihr alle taub? Gut. Und wenn ich gehe, dann so wie ich gekommen bin. Natürlich. Drums, oder? Und jetzt der Bass, da brauche ich wieder ein bisschen dumm, 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 dumm. Das typische Gehoppel halt. Verschluckt am Anfang der Aufnahme. So, Gitarren, heute haben wir viele davon. Das ist schon geil eigentlich. Oder vielleicht ist es auch. Vielleicht muss ich es hier spielen. Doppeln, wie immer. Also wenn ich The Boss House wäre, würde ich das kaufen. So, dann wieder was Elektrisches. Für diesen Zweck stellen wir den Pickup-Switch auf den Bridge-Pickup. Geil, ich habe das so hingekriegt gerade. Ich habe das Gefühl, da muss noch so ein kleiner... Das ist ja perfekt wieder. Eigentlich könntet ihr noch weitergehen. So. Gesang. Und zwar dreistimmig. Und wenn ich gehe, dann so wie ich gekommen bin, wie ein Komet, der zweimal einschlägt, feel like to this week. The will of numbers is your gain, I think forever live, lass uns nochmal aufdrehen. Und jetzt werden wir wieder ein bisschen cooler, sagt er und machte den. Ja. Und wenn ich gehe, dann so wie ich gekommen bin. Ein bisschen Disco hat noch niemandem geschadet. Wisst ihr, was wir als erstes machen? Der Beat allein ist halt schon geil. Da drauf natürlich Claps mit langer Hallfahne. Mann, eigentlich müsste ich jetzt den Bass zuerst einspielen. Okay, ja, machen wir den Bass. Wir machen den Bass einfach als erstes. Jetzt kommt endlich das Keyboard. Könnte man natürlich in die Richtung gehen. Ladies Night, Cool in the Gang. Also dann irgendwie so ein... Oder mach's einfach so. Gitarre! Nee, nee, weg mit der Gitarre. Das ist ja Quatsch. Wir brauchen natürlich hier diesen... Ja, und dann kommt von der anderen Seite so ein B-Weep. So ein Disco-Tune kommt, glaube ich, selten ohne Strings aus. Zumindest habe ich das im großen Disco-Handbuch gelesen. Auf jeden Fall in der zweiten Hälfte und in der ersten habe ich mich gerade einfach so entschieden. Dann nehme ich so ein, aber natürlich auf die zwei. Und wenn ich gehe, dann wäre ich gekommen. So, natürlich auch hier mit viel Hall. Und jetzt machen wir noch ein Glockenspiel rein. Das macht nämlich dann die Gesangsmelodie ein bisschen mit und ich glaube, das ist eine schöne Textur da drin. Ich hätte in den 70er Jahren so arschkrass viel Geld verdient. Dann sing ich mal darüber. Und wenn ich gehe, dann so wie ich gekommen bin, wie ein Komet, der zweimal entschlägt. Vielleicht tut es weh, doch will auf Nummer sicher gehen, dass ich für immer lebe. Lass uns nochmal aufdrehen. Und das
das waren mal wieder 5 Styles. Heute Apache und Udo Lindenberg. Komet! Komet, ihr Kinder! Und abonniert meinen Kanal und liked das Video und schreibt, welcher Style euch am besten gefallen hat und welche Songs ich mal hier demnächst durch den Wolf drehen soll. Auf Wiedersehen!